Howdy, meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven der Creep. Heute um, glaube ich, 3 Uhr morgens. Ja, wir haben 3 Uhr morgens und ich habe nichts Besseres zu tun, als ein YouTube-Video zu drehen. Ja, ich bin hobbylos und kann nicht schlafen. Und jetzt kommt natürlich die zweite Folge von YouTube-Vorstellungen. Ja, heute stelle ich 5 YouTuber vor, die mir selber halt so aufgefallen sind, so wie halt vor ein paar Tagen, als ich schon mal so ein Video hochgeladen habe. Es kam halt gut an, mehr als 200 Aufrufe. Und ja, fangen wir direkt mal an, direkt nach dem Intro. Als allererstes stelle ich euch Paulas Welt vor. Was Paula auf ihrem Kanal so macht, naja, unterschiedlich ist. Ich habe mir jetzt zwar nicht alles angesehen von ihr, sie macht halt alles so Sachen Challenges, Pranks und hat auch so eine Art Compilation von einem Musical.ly Star, glaube ich, gemacht. Ja, ich habe ihr, sagen wir mal, Vorstellungsvideo gesehen. Und ja, das stelle ich euch direkt mal vor und wir sehen uns gleich. Hi Leute, heute gibt es ein Video von mir, nämlich so Art ein Vorstellungsvideo wieder. Viele werden jetzt sagen, oh nein, die schon wieder. Und viele werden jetzt sagen, yay, die macht weiter. Ich mache weiter, weil mich eine Person aufgemuntert hat, nämlich diese Person. Könnt ihr auch gerne mal abonnieren, die ist echt sehr, sehr cool drauf und richtig, die ist echt tapfer, dass sie das weitermacht und so. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt auch nochmal. Ich versuche das jetzt nochmal und ja. Als nächstes stelle ich euch die YouTuberin Vanix vor. Ja, Vanni, die macht viele Videos, hat auch dementsprechend auch viele Abonnenten, fast die 1000 erreicht. Was sie für Videos macht, ja, unterschiedliches Vlogs, Beauty-Sachen auch. Und hab mir jetzt auch ein Video rausgesucht, um zu zeigen, was sie so treibt. Vielleicht gefällt es euch ja. Schauen wir mal rein und bis gleich. Hey Leute, heute kommt ein neues Video von mir und zwar zeige ich euch heute meine Roomtour. Ja, ich habe es geschafft, mein Zimmer aufzuräumen. Egal, ich werde jetzt nicht lange rumreden. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr bleibt dran. Viel Spaß! Und wenn man dann höher geht, ist hier dann noch so ein Regal, wo ich einfach ein paar Dekorsachen habe mit ein paar Polaroid-Bildern und so einer süßen Eule da hinten. Die habt ihr ja schon in meinem einen Video gesehen. Die habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen. Finde ich echt richtig schön. Das Laufzeichen zum Beispiel habe ich vom Primark, habe ich aber in Pink angemalt, damit es dann auch in meinem Zimmer passt und ja. So, als nächstes schauen wir mal bei Sari Curly vorbei. Früher saß sie Positas oder so. Ich habe ihr sozusagen auch geholfen bei der Namensauswahl, weil sie wollte von diesem ganzen Kochkram eher in Sachen Vlog und Challenges rein, halt in die Genre. Und boah, ich habe mir eines ihrer älteren Videos rausgesucht, um zu zeigen, was sie so getrieben hat unter dem Namen Sasi Positas. Jetzt ist es komplett neu, sie hat einen kompletten Neuanfang hingelegt. Und ja, schauen wir erstmal rein. Hallöchen Leute, wir haben Montagnachmittag schon. Ja, ich filme jetzt erst, weil der Tag nämlich schon so anfing, dass ich richtig verschlafen habe. So meine Lieben, wir haben mittlerweile, was haben wir, Dienstagmittag, ungefähr 1 Uhr rum und wir machen gerade Essen. Yay! Mehr gibt es über Sasi Curly, / Sasi Positas nichts zu sagen. Als nächstes kommt ZF TV.
Was er so treibt, naja, vieles. Er ist relativ weit unten, muss noch viel lernen. Seine Videos sind zwar jetzt nicht ganz so gut, jedoch ist er noch relativ am Anfang und ich push ihn ein bisschen. Also schaut euch mal ein kleines Video von ihm an. Scheiße. Schaut euch mal ein kleines Video von ihm an und wir sehen uns gleich. Als allerletztes kommt Otaku Overkill. Er macht auch mehr Sachen Vlogs, Sachen Anime, Otaku-Kram und all dies. Ich habe mir sein erstes Video rausgesucht, das war auch wieder ein Chizuru. Da hat er ein bisschen gefilmt. Das war die Chizuru 2015, die 10. Da war ich auch da. Vielleicht hat er mich auch aufgenommen, weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir das Video nicht bis zum Ende gegeben. Aber, naja, vielleicht. Seht ihr auch meine Presse. Bis gleich. Hallo, dames en algemeen goedemorgen, lieve kijkers. Oranewa, mijn naam is Dr. Abraham van Helsing, geboren en getogen in het Gouden Kerkerlandje. So, hiermit beende ich mal dieses Video und jo, wie am Ende jedes Videos, gebt einen guten Daumen nach rauf, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber bevor ich das Video jetzt komplett dicht mache, eine Sache, die ich anmerken will, ich habe eine kleine Umfrage für euch. Einige haben schon geantwortet auf diese Umfrage. Jetzt seid ihr dran. Ich würde einen Link in die Videobeschreibung packen. Und ihr müsst mir dann einfach nur eure Meinung, eure Stimme ablegen, welches Videoformat ihr von mir gerne sehen würdet. Also von den schon vorhandenen. Ja. Ich mache gleich einen kleinen Screenshot, wie das aussieht und wie die Seite heißt und ja. Und ich sag mal, haut raus, bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Raven Duck Creek. So, das ist jetzt diese Seite, wo ihr voten könnt. Hier mehrere Kategorien wie Creepypasta, Anime-Videos, gar nichts davon, noch was anderes, Conviews, halt die Talk-Videos von mir und random Shit. So, auf dieser Seite könnt ihr auf jeden Fall voten, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, wie ihr seht, 10 Leute haben schon gevotet, 10 Zuschauer. Und ihr könnt natürlich jetzt auch voten, was ihr gerne von meinem Scheiß gerne sehen wollt. Die meisten gingen ja für Creepypasta drauf, habt ihr gesehen. Und ja, ich würde halt gerne sehen, was ihr für Videos von mir schauen wollt. Also schön voten. Ja.
Und was gibt's da noch zu sagen? Ja, es kommen vielleicht noch ein paar Formate noch dazu in den nächsten Jahren, nächsten Monaten vielleicht, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall kam Creepypasta schon immer von mir ganz gut an bei euch. Deswegen haben auch die meisten, die jetzt von den 10 Leuten gewotet haben, dann bis dann. Und nicht vergessen, schön voten.